Kein Wecker. Wir haben jetzt 20.35 Uhr, ich habe keine Ahnung, wann wir angefangen haben. Aber wir machen einfach mal weiter. Das ist doch. Oh, haben wir hier drauf. 22 Stunden. Das ist die Weinschorle kam auch nicht, glaube ich. Oder? Hat nur Weinschorle? Ja. Da arbeiten wir noch dran. Genauso wie mit Pascal. Pascal, ich sehe Pascal. Das ist gut, weil wir kommen demnächst zum Outro. Und dann könnte Pascal uns am Klavier ein bisschen spielen. Das wäre noch hervorragend. Ja? Hallo. Hallo, salut, ça va? Genau, was immer kochen, das ist vollkommen rauchen, aber gleich. Das ich brauche 5 Minuten. Ich muss nicht mehr Zeit. Ich dürfte ruhig noch ein bisschen weiter erzählen. Nein. Weil ich fürchte, der Stream hatte wenig Audio. Ich hab's für. Robert? Hallo Stream. Also zumindest sagt mir Google Hangout, dass es regelt. Oh, okay. Ja, da war eben auch das spontane Feedback, das hier per SMS eingeplant ist von meiner Frau. Vielen Dank dafür. Dass wir ein Bildchen haben, aber kein Bildchen. Das ist, ja, immerhin. Aber wir machen ja ne, hier Backup vom Backup zum Backup zum Backup und dementsprechend kommt da am Samstag irgendwas ins Internet. Wir haben heute auch mal wieder nur, wir können eigentlich als Pantomime durchgehen, Steffen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir hier einen erzählen und irgendwie nur gestikulieren und wir müssen einfach viel mehr so Bewegung einbringen oder Tafeln malen, wo fast drauf steht. Meine Einschätzung müsste jetzt eigentlich Ton draußen ankommen. Ja, dann schreibt doch mal im Chat. Warum sagt der Chat kein Ton, kein Ton? Weil da keiner im Chat ist. Da ist keiner im Chat. Dann müssen wir auch von unserer Technik sein, glaube ich. Oder der Kommunikation. Keine Ahnung. Das passt, aber es ist nichts verloren, weil okay. Wir haben ja hier, darum geht es ja eigentlich. Das andere mit dem ganzen Video-Call und 15.000 Geräte. Das ist eigentlich nur so das Nette. Obendrauf, wir machen ja primär für diese Audiokonserve, damit wir das eben am Samstag pünktlich um irgendwas mit 23 live können. Naja, Freunde, ich nutze die Gelegenheit und sage euch herzlich hereinspaziert dieses Bartenlied Nummer 6 heute zum Thema Kreisbuzelle und zu Gast habe ich die Heike Schillinger und wir sind jetzt eigentlich schon durch mit dem Interview, es tut mir sehr leid. Da müsst ihr halt besser feedbacken oder lauter schreien auf Twitter und keine Ahnung. Dann klappt es auch irgendwann mit dem Ton. Wir kriegen das hin, wir ja auch. Und wir werden ja von Mal zu Mal besser. Genau. Von daher würde ich sagen, Stefan, das war doch ein super Nicht-Schlusswort. Pascal braucht noch 5 Minuten, hat er gesagt. Du musst jetzt 5 Minuten. Also, wenn mein journalistischer Freund Andreas Binder eine Frage hätte, und er sie jetzt stellen, oder der Stefan mal wieder, oder sonst irgendwer, der nette Herr an der Bar, die Mädels da hinten, die immer noch da hinten sitzen, guten Appetit, by the way. Ja, ja, hier vorne sind Tische frei, aber macht ja nichts. Das passt schon, Andi mag heute nicht. Das passt auch, der Stefan hat wahrscheinlich sich auch mehr auf den Livestream konzentriert. Ich war mit Technik beschäftigt. Ja, ja, du hast dieses Bild wunderbar hin und her geswiped. Wir haben hier vorne auch so einen kleinen Monitor. Und wir halt sehen, was der Stefan da gerade ausliefert, da ist ja nur kein Audio-Pegel zu sehen. Das ist vielleicht schon mal früher aufgefallen. Nein, das kann man ja alles mal abhören. Und jetzt sieht man noch uns beide hier auf der Bühne. An die Buch. Da ist Buch. Da ist Pegel. Da ist Pegel. Ja, wir üben das ja noch jetzt nicht. Liebe Hörsuppe, Verzeihung, dann lässt man das auch in der Trommel. Wenn es da heißt, die Partner, die Aufnahme ist gleich im Internet zu sehen und zu hören. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Gibt es denn noch eine Frage, die du einfach mal gerne gestellt bekommen würdest? Das habe ich ja auch mal angewöhnt, diese Frage. Muss man vielleicht vorher fragen, damit man sich ein bisschen darauf vorbereitet. Ich kann nicht alles so spontan, dass wir das hier machen. Genau. Nee, eigentlich. Gar nichts. Nee, okay, magst du mich irgendwas fragen? Das war beim letzten Mal. Andere Damen möchte ich fragen, die anderen. Nee, ich habe sogar die Schönste, dass es auch so spontan hängt. Ja, ja, ich stelle meine Schuhe. Ja, wir arbeiten wir auch nochmal hinter der Bar. Steht ihr noch das? Abgespannt mit dem Telefon? Nee, ist dann mal ein Cider, aber das macht er nicht. Genau. Aber wir haben auch schöne Bilder heute Abend mal wieder und. Da freue ich mich auch drüber. Und da kommt in der Klammer, da hat auch dieses Videobild aufs Klavier liegen. Wie gut ist das? Da können die Leute dem Klavierspieler beim Klavierspielen zugucken, wenn sie auch nichts hören, aber zumindest nicht. Das habe ich, glaube ich, 8 Minuten über Technik ausgelassen. Reicht dann auch, oder Stefan? Aber du wirst auch kurz erwähnen, was du mir eigentlich jetzt neuerdings machen kannst. Denn du kannst dein Videobild zeigen. Schalip. Schalip mich selbst. So ist es genau, bitte. Und dann kannst du da auch einen erzählen. Und man hört dich dann auch. Man hört mich immer nicht nur monologisieren und den Eindruck kriegen, ich hätte an einer Waffel, weil ich mich mit mir selber unterhalte, sondern du setzt dich auch mit deinem Gast unterhalten. So ist es.
Das haben wir ja gemacht. Ich glaube, es war halt akzeptabel, oder? Was? Also, diese tolle Erfahrung. Erfahrung? Das war die gleiche. Nee, hat Spaß gemacht. Ja. Schön. Das war super. Das war gleich so nach, es war nett. Genau. Nicht schlecht. Ja. Mein Hamster ist auch nett. Ja, ja. Eine Erfahrung. Nee, gut. Das habe ich ja auch im Vorgespräch gesagt. Es ist nicht ganz, ganz viel dran, dass ich meine Gäste wohlfühle. Nee, das ist nicht auf jeden Fall. Nee, dann bin ich wohl. Pascal, rette die Situation. Die Techniker und so. Und den Livestream. Jetzt gibt es halt auch ein bisschen Musik für den Livestream. Genau, vielleicht kann ich meine Frau jetzt mal eine SMS schreiben, ob der Ton jetzt mittlerweile. Aber eigentlich können wir auch in den Chat reinschauen. Also, wie gesagt, Google Plus gehen, dann den Event anklicken, dann da irgendwo reinchatten. Das sollte funktionieren. Lieben Gruß an dieser Stelle an Google in Hamburg. Ich musste wirklich mit meinem privaten Profil jetzt auf YouTube aktivieren, damit wir on air machen können. Anders geht's noch nicht. Freunde, da arbeitet ihr noch bestimmt dran. Hülle, Stefan. Was kann reagieren, nicht auf taktischen Zeiten? Er steht da vorne rum, er sagte, er braucht 5 Minuten für. Er quatscht. Pascal, muss ich lauter schreien? Oh. Naja, so schneiden wir es einfach am Ende dazu. Ich kann ja noch mal ein Traum. Pascal, es wäre soweit. Ein Traum. Sehr gut. Ja, man weiß nicht genau. Und du kriegst jetzt auch ein Videobild von dir, weil du eine Kamera aufgebaut. Richtig, das ist Pascal Palamidesi. Palamidesi. Gut. Das ist der Chef vom Dubliner, hier in Farbe zu sehen. Ah, ja. Und Pascal tut mir immer den riesen Gefallen und spielt eigentlich das mit drin. Und das ist auch. Super. Ach, so.